Ganz wichtig ist eine Sache vorweg, immer wenn wir über Akkordwechsel sprechen, dann geht es in Wirklichkeit um das Automatisieren von Bewegungsabläufen. Und das Automatisieren von Bewegungsabläufen ist deshalb so wichtig, weil du weg möchtest davon, dass du die Finger einzeln auflegst und über jeden einzelnen Finger noch nachdenken musst und gucken musst, wo der hingelegt wird, sondern du willst einen automatisierten Bewegungsablauf, wie ich den jetzt hier gerade mache, mit verschiedenen Akkorden, über den du nicht mehr nachdenken musst, der von alleine funktioniert, sodass dein Kopf wieder frei ist, dich auf Anschlagsmuster, Pickingmuster, vielleicht auf Singen, was auch immer du gerne machen möchtest auf der Gitarre, aber dich darauf zu konzentrieren. Das ist ganz wichtig. Und jetzt kommen wir zu den drei Typen von Akkordwechseln. Warum rede ich jetzt über drei Typen von Akkordwechseln? Warum ist es in meinen Augen wichtig, diese drei Typen zu kennen? Ganz einfach, weil du zum einen dadurch schneller die Akkorde wechseln kannst und zum anderen auch leichter in meinen Augen die Akkorde wechseln kannst. Und ich werde dir auch erklären, warum das so ist. Ich denke, das ist sehr logisch nachvollziehbar, auch wenn du es vorher vielleicht anders gemacht hast. Okay, wir schauen mal gemeinsam rein. Der erste Typ von Akkordwechseln ist der, der intuitiv eigentlich von allen so gemacht wird. Es gibt Akkorde, wo du alle Finger wechseln musst, weil alle Finger in eine ganz andere Richtung müssen. Das ist zum Beispiel, wenn du von D-Dur zu C-Dur wechselst. Alle Finger haben bei D-Dur eine ganz andere Position als bei C-Dur. So, und deshalb müssen alle Finger losgelassen werden und ein neuer Akkord dann aufgesetzt werden mit allen Fingern neu. Das ist aber nicht notwendig bei allen Akkorden. Es gibt Akkorde, bei denen das so sein muss, aber es ist nicht bei allen so notwendig. Und deswegen ist das der erste Typ an Akkordwechsel, nämlich der Typ, wo du alle Finger wechseln musst. Aber wir gucken uns jetzt die anderen Typen an. Okay, Akkordtyp 2 ist der Typ von Akkordwechseln, wo du einen Ankerpunkt hast. Ein Finger, der einen Ankerpunkt darstellt. Ja? Zum Beispiel, ich mache dir jetzt mal einen Akkordwechsel vor, bei dem das der Fall ist. Ja, das ist der Akkordwechsel, wenn du E-Moll jetzt so greifst, wie ich hier den Akkord E-Moll greife, nämlich mit dem Zeigefinger und darunter den Mittelfinger. Auch wenn du die Akkorde noch nicht kennst, geht jetzt um das Prinzip, nicht so wichtig, also was ich hier genau mache. Du hast den Akkord E-Moll und du kannst, wenn du jetzt zum Akkord C-Dur hinwechseln möchtest, den Mittelfinger exakt an der Position liegen lassen, wo er jetzt ist. Der Mittelfinger, der untere von beiden, kann genau da liegen bleiben. Du gehst also hier mit dem Ringfinger hin, hier mit dem Zeigefinger hin und dein neuer Akkord ist fertig. Wenn du jetzt wieder zurück möchtest, kann wieder der Mittelfinger in der Mitte einfach liegen bleiben. Ja, nimmst den Ringfinger weg, der Zeigefinger geht hier nach oben. Dieser Wechsel ist sogar noch ein bisschen einfacher, weil du einen Finger weniger nur verwenden musst. So, und jetzt meine beiden Ankündigungen von gerade. Warum ist dieser Akkordwechsel schneller, als wenn ich alle Finger loslasse? Ganz einfach, weil ich kann den Mittelfinger, wenn ich den loslasse, kann er ja nicht schneller an der Position sein, wo er hin muss, als wenn ich ihn da liegen gelassen habe, wo er sowieso schon hin muss. Er liegt schon richtig. Ich kann nicht noch schneller dahin kommen, als den einfach liegen zu lassen. Deswegen ist dieser Akkordwechsel definitiv, zumindest schon mal was diesen Finger betrifft, schneller. So, das ist der eine Punkt. Schneller, warum einfacher? Warum finde ich diesen Akkordwechsel leichter? Natürlich muss man üben, natürlich die Finger so zu kontrollieren, dass auch ein Finger liegen gelassen werden kann, wenn ich die anderen Finger bewege. Das ist natürlich ganz wichtig. Aber es ist deswegen einfacher, weil ich jetzt nur noch zwei Finger wechseln muss und nicht mehr drei Finger. Hätte ich alle Finger losgelassen, muss ich drei Finger wechseln. So muss ich nur zwei Finger wechseln. Wenn ich vom E-Moll rüber möchte, in den C-Dur nehme ich den Ringfinger und den Zeigefinger. Bin ich fertig. Wenn ich dann wieder zurück möchte, muss ich sogar nur, klar, Ringfinger kommt weg, aber dann nur noch einen Finger wechseln, dass der seine Position verändert. Den anderen habe ich nur losgelassen. So, deswegen finde ich diesen Typ von Akkordwechseln einfacher und er ist aber auch schneller. Und deswegen macht es Sinn, in meinen Augen nach solchen Ankerpunkten immer Ausschau zu halten für dich, wenn du Akkordwechsel lernst, weil so lernst du den in meinen Augen genau richtig. Na, natürlich kannst du auch alle Finger loslassen, aber in meinen Augen nicht einfacher und nicht schneller. So, das ist jetzt der Typ Akkordwechsel 2 mit einem Ankerpunkt, der relativ schnell ersichtlich ist. Es gibt aber noch einen anderen Typen, wo ich schnell einen Ankerpunkt herstellen kann. Auch ganz wichtig, ganz schnell einen Ankerpunkt herstellen kann. Der ist etwas verborgener, den sehe ich nicht auf den ersten Blick, aber es macht Sinn, darüber nachzudenken. Wenn ich zum Beispiel von D-Dur komme und ich möchte den E-Dur-Akkord greifen, von D-Dur zu E-Dur, dann kann ich keinen Finger liegen lassen zwar, aber ich kann, wenn ich den Zeigefinger um einen Bund rüberschiebe, dann habe ich den Finger schon richtig für den E-Dur, nämlich da kommt er hin für den E-Dur und dann kann ich Mittelfinger und Ringfinger für E-Dur in die Position bringen.
gehe nochmal zurück, ich komme von D-Dur. Ich habe keinen Finger gemeinsam, der an der gleichen Stelle liegt wie zu dem E-Dur, wie mein Zielakkord. Aber ich kann relativ schnell einen Ankerpunkt herstellen, nämlich mit dem Zeigefinger rüberrutsche in den ersten Bund auf der G-Seite, ja, und dann Mittelfinger und Ringfinger zum E-Dur vervollständige. Andersrum genauso. Hin und her gehen. Es ist immer der Zeigefinger. Ja? Auch hier finde ich es wieder etwas... Zum einen ist es natürlich der schnellste Weg, weil wie will ich schneller mit dem Zeigefinger an den Zielpunkt hinkommen, als hier rüber zu gehen? Schneller geht's nicht. Wenn ich den Finger erst weit wegnehme oder überhaupt wegnehme, bin ich nicht so schnell im ersten Bund, als wenn ich den einfach rüberziehe. Ein bisschen aufpassen, wenn du den rüberziehst, drück nicht so fest auf die Seite, dann hast du so Quietschgeräusche. Ja, wenn du etwas lockerer bist auf der Seite, dann quietscht die Seite auch nicht. Ja, so. Wieder der Punkt, deswegen bin ich schneller und wieder finde ich es ein bisschen einfacher, weil wenn ich einen Ankerpunkt habe, wenn ich einen Finger schon liegen habe, so schnell, dann muss ich nicht mehr drei Finger wechseln, sondern danach nur noch zwei. Bin relativ schnell, habe ich diesen Ankerpunkt gefunden. Auch probier das für dich aus, halt danach Ausschau, guck, ob es für dich einfacher ist und ich denke, es wird für dich einfacher sein, sei denn, du hast jetzt schon tausendmal den Akkord anders gemacht, dann muss man natürlich wieder ein bisschen umdenken. Warum? Weil diese Bewegungsabläufe sich automatisieren. Und wenn du jetzt einen Bewegungsablauf automatisiert hast, wo du das nicht machst, dann empfindest du es natürlich erstmal als ein bisschen schwieriger oder ein bisschen komisch, wenn du das jetzt wieder versuchst umzustellen, diesen automatisierten Bewegungsablauf wieder aufzulösen und zu verändern. So, das war der zweite Punkt. Zweiter Akkordtyp, ja, Akkorde mit einem Ankerpunkt oder wo ich schnell einen Ankerpunkt herstellen kann mit meinem Finger. So, der dritte Typ von Akkordwechseln, auch ein wichtiger Typ von Akkordwechseln, ist der Typ Akkordwechsel, wo ich die Formation der Finger gleich lassen kann. Zum Beispiel, wenn ich von E-Dur komme und möchte zu dem Akkord A-Moll wechseln, dann habe ich die gleiche Formation an Fingern. Da verändert sich nichts dran, aber alle Finger gehen eine Seite weiter Richtung Boden. Und dann bin ich im nächsten Akkord, dann bin ich in A-Moll. Und wenn ich wieder zurück möchte, gehe ich Richtung Decke, also das heißt immer tiefer, ne, aber räumlich gesehen höher, lasse aber die Formation der Finger genau gleich und gehe hoch. Und so habe ich wieder einen schnellen Akkordwechsel und muss die Formation der Finger nicht mal auflösen. Ist auch immer besser, als wenn ich die erst aufgelöst habe, diese Formation der Finger, und dann neu finden muss. Aber es ist vor allen Dingen auch wichtig, dass du nicht die Finger, weil das machen ganz viele am Anfang, die Finger einzeln zu wechseln, dass du in einem Block nach oben gehst, also räumlich gesehen nach unten, dass du hier in den anderen Griff mit der gleichen Formation reingehst, in einem Block. Weil auch da wieder, wenn du die Finger einzeln umstellst, dann dauert das zu lange, egal wie oft du das übst, egal wie oft du das machst. Es ist nicht zu schlagen, die Finger in der Formation gleich zu lassen, ein hoch, ein runter, gleiche Fingerformation und die beizubehalten. Wenn es dir mit drei Fingern erst schwerfällt bei solchen Akkorden, dann mach es erstmal mit zwei Fingern, geh mit zwei Fingern hin und her, dann hast du die beiden schon mal Akkord ein bisschen abgeändert, ja, aber dann kannst du den dritten mit dazu nehmen und dann funktioniert das auch. Gilt für diesen Akkordwechsel, den ich hier gerade gemacht habe, E-Dur und A-Moll, gilt aber genauso für viele, viele Barré-Akkorde. Auch noch ein paar andere Akkorde, aber vor allen Dingen Barré-Akkorde, da kann ich davon Gebrauch machen. Bei allen Power-Akkorden kann ich davon Gebrauch machen. Power-Akkorde sind Akkorde, wo du zwei Finger greifst, wo der Griff immer gleich bleibt, ja, und du quasi hin und her kannst. Ja. Formation der Finger immer gleich lassen. Gehst ein bisschen nach eine Seite weiter oder eine Seite nach oben und nach links oder rechts, aber die Fingerformation, die kann immer gleich bleiben. Ja? Also für solche Typen von Akkorden funktioniert das wunderbar. So, das sind die drei Typen von Akkordwechseln. Da würde ich dir empfehlen, immer ein bisschen nach Ausschau zu halten. Vielleicht das Video nochmal zu gucken, nochmal, ich habe Timestamps in der Videobeschreibung, nochmal zu gucken, was waren diese drei Typen, dann danach Ausschau zu halten, die vielleicht die Beispiele zu merken, mal versuchen, das umzusetzen, auch mal zu versuchen, das umzusetzen, was ich am Anfang gesagt habe, dieses Automatisieren eines Bewegungsablaufs. Nimm dir mal den Akkord D-Dur und den Akkord E-Dur und versuch das mal in diesen 14 Tagen zu automatisieren. Du wirst sehen, das funktioniert, das kommt dann irgendwann. Wenn du möchtest, kannst du dir natürlich auch eine Akkordübersicht auf meiner Seite runterladen, kann ich dir empfehlen, alle Dur- und Moll-Akkorde und noch ein bisschen was darüber hinaus. Und wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, gerne abonnieren und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!